Herzlich willkommen hier in Lauscha in der Glasbläserstadt im Museum für Glaskunst. Wir befinden uns hier im Bereich der Perlen und des Christbaumschmucks. Lauscha ist die Wiege des gläsernen Christbaumschmuckes. Technologisch gesehen ist es eine Weiterentwicklung der Glasperlen. Die Legende erzählt, die Glasbläser waren arme Leute. Und sie haben sich ihre Äpfel und Nüsse, die sie nicht hatten, aus Glas nachgebildet. So entstand im Mitte des 19. Jahrhunderts der gläserne Baumschmuck. In Lauscha gibt es seit Mitte des 18. Jahrhunderts die Arbeit an der Öllampe, an der Paraffinlampe. Da wurden kleine Perlen hergestellt. Aus diesen Perlen entwickelte sich dann der gläserne Christbaumschmuck. In den Anfängen nur kleine Stücke, kleine Objekte, weil die Flamme klein war und nicht sehr heiß war. Um 1867 wurde in Lauscha auf Initiative der Glasbläser eine Gasanstalt gebaut. Damit wurde jedes Haus mit Gas versorgt. Es entstanden die kleinen Brenner, es gab kleine Brenner. Dort haben die Glasbläser dann ihre Glasröhren heiß gemacht und konnten ihre Kugeln blasen. Unter dem Tisch, unterm Brenner, unter dem Arbeitstisch war ein Blasebalg. Dieser wurde kräftig getreten für die Luftzufuhr. Und das Gemisch aus Gas und Luft ergab eine heißere Flamme. Und aus diesem Grund konnte man dann größere Objekte blasen und auch mehr Objekte hier herstellen. Die Herstellung des Christbaumschmuckes war richtig die Arbeit wie in einem Familienbetrieb. Eltern, Großeltern, Kinder, alle haben mitgeholfen. Die Arbeit der Männer war das Aufblasen der Kugeln oder der verschiedenen Weihnachtsornamente. Dann wurden diese Stücke versilbert. Dazu haben die Frauen, die die Veredelung der Kugeln und der Objekte ausführte, Silbernitratlösung in die einzelnen Spieße der Kugeln gegeben. Diese wurden dann in heißem Wasser geschwenkt, dass sich das Silbernitrat von innen ansetzte. Und dann wurden diese Glaskugeln und die Christbaumschmuckobjekte zum Trocknen der Silberlösung auf Nagelbretter gesteckt. Wenn diese dann trocken waren, wurden dann die Ornamente und Kugeln wieder in die Hand genommen und von außen bemalt. Teilweise von den Frauen, teilweise auch von den Kindern. Und zum Schluss, wenn das Objekt fertig war, wurde der Glasspieß dann abgemacht und es wurde ein Metallhütchen aufgesteckt, was meistens noch die Kinderarbeit dann war. Man erzählt, um 1880 wurde ein amerikanischer Geschäftsmann, der Herr Woolworth, der hat in Sonneberg, war da unterwegs, hat dort den Christbaumschmuck gesehen und hat gefragt, was man mit diesen Objekten macht. Es wurde ihm erzählt, dass man diese Kugeln, diese Früchte hier in der Gegend an dem Weihnachtsbaum, an dem Weihnachtsstrauß hängt. Er nahm eine Kollektion mit nach Amerika. Diese Kollektion kam so gut an, dass ein Jahr später viele Stücke bestellt wurden. Und daraufhin ging der gläserne Christbaumschmuck von Lauscha aus um die ganze Welt.